Und damit herzlich willkommen zurück zu Spellforce Wrath of Winter. Ja, in der letzten Episode, ja gut, es war die letzte Aufnahmesession, deswegen ist auch wieder ein bisschen her, aber in der letzten Episode war es ja so, dass ich, ja, ein wenig überrannt worden bin von den Leuten auf der nächsten Karte, in dem Fall waren es Skelette. Und ja, ich war ein bisschen unvorbereitet, bin auch ein bisschen unvorbereitet da reingerannt. Ich glaube, das muss ich jetzt auf jeden Fall mal ändern. Ich hoffe, dass, wenn ich jetzt wieder auf die neue Karte gehe, dass die da nicht direkt davor warten, weil das wäre nämlich ziemlich ungünstig für mich. Sondern, dass ich jetzt wieder das Heldenmonument in Beschlag nehmen kann, um dort zumindest ein bisschen was wieder... ja, das sieht gut aus. Um dann halt, ja, ein bisschen weiter zu kommen als eben. Zumindest hier das Monument brennt noch. Das wurde mir also auch aus meinen Händen entrissen. Deswegen werde ich da jetzt erstmal meine... Das will ich gerade mal schauen. Ah, da ist wieder dieses Pilimp gewesen. Ich glaube, das kommt halt echt nur auf Schneekarten. Das klingt echt so, als ob da irgendein Sound fehlt. Naja, gut, den habe ich doch noch nicht. Ja, dann hole ich jetzt erstmal auf jeden Fall meine Matchreiter wieder und dann probieren wir das ein zweites Mal, ohne da jetzt direkt hier hier unten hin sind wir ja, glaube ich, gelaufen und da ins offene Messer, hier war ein Monument. Und ja, dann probieren wir es einfach nochmal an dieser Karte. In der Hoffnung, diesmal habe ich mehr Erfolg. Aber schauen wir mal. Ja, guter Hendrik hat mir auch wieder einen Tipp gegeben, dass von meinem Priester wohl eine Fähigkeit gegen Untote sehr stark sein soll. Da ist er. So, was haben wir denn hier? Göttlicher Zorn, das meinte er, glaube ich. Gut, wir gruppieren das Ganze erstmal. Aura des Lebens. Okay. Sofort. So, dann. Schnell. Bewegen wir uns mal wieder Richtung Platz des Geschehens. Schnell. Ich nehme an, die Taktik hier wird erstmal bestehen, und los. Das Monument einzunehmen, ein paar Einheiten rauszuquetschen. Und dann sich nach und nach erst um das Mondsilber zu kümmern. Vorwärts. Zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, dass das so funktionieren wird. Hier haben wir jetzt auch noch ein bisschen Loot. Weiße Aura, Bann. Aha, schwarze Magie, Fluch 4. Das kann ich doch, soweit ich weiß, auch nutzen. Ich meine, Fluch 4 habe ich, ja. Gut. Alles, was wir kostenlos kriegen, sollten wir nehmen. Nee, Quatsch, hier muss ich hin. Bin mir noch nicht sicher, wann man das einsetzen kann. Aber das werden wir sehen. Zerstört eine aktive weiße Aura auf der Zieleinheit und verhindert für einige Zeit, dass die Zieleinheit eine neue weiße Aura auslösen kann. Na gut, dazu müsste man wissen, was eine weiße Aura ist, ob ich die denn überhaupt so erkenne, weil wie gesagt, so Tooltip-mäßig ist es alles nicht einfach zu erkennen, meiner Meinung nach. So, hier sind die Homies vom letzten Mal. Und los. So, hier sind wir dann reingelaufen. Ich riskiere es jetzt trotzdem erstmal nicht. Und ich muss mal schauen. Offenbar gibt es... Naja, gibt es hier auf jeden Fall einen Zugang und hier scheint es einen zu geben. Wobei, das werde ich gleich nochmal. Werde ich ja gleich sehen, wenn ich hier oben bin. Oder? Ja, doch, das sieht auch nach einem Weg aus. Sofort. Okay. Wir haben ein paar Einheiten, so ist es nicht. Oh, hier gibt es gleich neue Pläne. Das heißt, bevor ich jetzt den ganzen Spawn-Mechanismus in Gang setze, werde ich jetzt erstmal die Pläne verwalten.
Und zwar haben wir Elfenpläne. Unter anderem auch der lang vermisste Bogenturm. Und wir haben Elfeneinheiten. Und dann brauchen wir die Zwerge. Da könnten wir auch theoretisch... Ah ja, Zwerge haben wir jetzt eh komplett alle, gut. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich hier nochmal über die Kuppe gucken wollen, was hier noch kommt. Nur um schon mal zu sehen, ob hier noch irgendwas ist. Ein Mosaikwächter und ein Kraulingheiler. Der ist Stufe 17. Okay, gut, hier gibt es anscheinend auch wieder so eine Art Rätsel. Hier haben wir... Ja, die sehen alle ziemlich mächtig hier aus. Ich bin mir halt nicht sicher, wenn ich jetzt das Monument aktiviere, welche Spawnpunkte jetzt da aktiv werden. Aber ich muss ja dann jetzt mal damit anfangen. Nutzt ja nichts. Spawnen wir erstmal ein paar Einheiten. Und ja, ich würde meine Leute hier erstmal hin platzieren, weil ich schätze mal, wenn irgendein Speer kommt, kommen die hier aus den Richtungen. Ich höre. Genau, die bauen jetzt erstmal. Ich höre. Eine meiner leichtesten Übungen. Stein ab. Wie viele Steine haben wir hier? 2450. Da können wir ein bisschen was anfangen mit. Vielleicht ziehe ich mich ein bisschen weiter zurück, dass die über diese Sichtfeld hinauskommen. Wenn die mich vorher schon sehen, dann kriege ich sie vielleicht nicht rechtzeitig mit. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Haben aber auch nicht viel Platz, muss ich sagen. Hier müssen wir also auch ein bisschen mal schauen. Die ersten Arbeiter geben auf jeden Fall jetzt ihren Stein ab. Und dann bauen wir auch gleich den Steinbruch dahin. Und ja, ich würde sagen, fast schon schnell. Okay, da geht's schon los. Ah ja, da geht's schon richtig los. Verstärkt die Deckung! Das Gebäude ist fertig. Okay. Stehe bereit. Das ging jetzt. Oh, nein, stopp. Den sollt ihr attackieren. Das ist das so mit dem Durchtappen, das bin ich halt so gewohnt. Feindlicher Angriff! Naja, Totentänzer, der ist halt 17, okay. Okay, irgendwo ist noch einer. Okay, so, jetzt muss ich erstmal Folgendes machen. Ich muss hier meinen Spawnpunkt, weil Reowin hat es dann leider zerfetzt. Okay, gut. Ich darf jetzt natürlich nicht das machen, was mir ganz gerne immer passiert, dass ich mich auf eine Sache konzentriere und dann aber den Rest schleifen lasse. Ich muss es schnell sehen, dass ich Einheiten bekomme. Das heißt, ich brauche eine Schmiede,
Die packen wir hier hin. Wie erledigt. Wo sehen die uns bitte schön? Da. Ich glaube, das habe ich schon relativ gut verkackt, oder? What the fuck, jetzt ist aber mal gut. Oh, hier ist Eisen. Schließ die Reihen! Ja, das könnte jetzt sehr interessant werden hier, schnell, muss ich sagen. Ich werde wahrscheinlich ein anderer Spawn jetzt kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das möchte. So, wir brauchen ein kleines Haupthaus. Da, gut, zwei Zwergen. Das wird ein Meisterwerk. Die kommen aber auch echt doch von allen Richtungen, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Das ist hier doch ein Spawnpunkt jetzt. Hier unten. Geht so in Gefahr! Ja, solange die da Level 9 sind, stört ich das nicht. Kommt her! Das Gebäude ist fertig. Okay, schnell arbeiten tun die Zwerge auf jeden Fall. Sie sind überall! So. Die Frage ist, kann ich jetzt den Steinmetz hier holen? Der müsste noch da in der. Wir haben jetzt nicht hier zugebaut. So, und wir brauchen jetzt auf jeden Fall Eisen für. Für die ersten Einheiten. Ich hoffe, es ist noch keiner richtig weggelaufen, sondern wir haben die noch erwischt. Hier ist da auch was. Da liegt was auf jeden Fall, ja. So. Dann würde ich nämlich sagen, ich baue erstmal. Ja, okay. Noch näher können wir die Mine auch gar nicht bauen. Okay. Hier oben untote Elite-Soldaten, Eisgeist. Hoffentlich werden die jetzt nicht dann darunter gezogen, weil ohne Eisen kann ich nichts machen. Das ist schon mal sicher. Folgt mir. Ohne Eisen kann ich da nichts tun. So, und die anderen beschäftigen sich jetzt mal. Naja, wir brauchen erstmal nochmal mehr Stein. Haben wir denn schon eine Schmelze? Jawohl, die bauen wir nämlich dann gleich. Ja, können wir die da hinbauen, ohne dass die da oben schon was dagegen haben? Wir versuchen das mal. Der Stufe 17. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dahin und versuchen da jetzt schon mal ein bisschen Bambule zu machen. Oder? Ne, ich glaube, das geht so. Das sieht gut aus. Die sind nicht getriggert. Ne, das sieht gut aus. Das lassen wir erstmal so. Ich sag mal so schön, keine schlafenden Hunde wecken. Da halte ich mich jetzt mal dran. So, der Steinmetz ist am Arbeiten. Das heißt, den Stein haben wir jetzt auch auf jeden Fall verdoppelt. Das heißt, wir können auch gleich die ersten militärischen Einheiten produzieren. Hier sind auf jeden Fall Spawnpunkte, aber von denen ist noch keiner irgendwie gekommen. Es waren also nur Skelette, die uns gescoutet haben bisher. Lasst uns anfangen, Merk. Schon so gut wie erledigt. Helft mal damit schnell. Das Gebäude ist fertig. So, zack, zack. Einer noch, jawohl. Jetzt kann es losgehen. Gut, für eine größere Armee brauchen wir natürlich auch
ein Haupthaus und eine Schweinezucht. Die würde ich hierfür planen. Da würde ich dann aber erstmal tatsächlich ein Nahrungslager bauen. Wo haben wir es hier? Schon so gut wie erledigt. Derzeit schon mal ein paar Arbeiter nachspawnen. Jawohl, das funktioniert. Die tragen den Kram, auch wenn der Weg jetzt leider ein bisschen weiter ist. Aber wir haben jetzt auch auf jeden Fall unsere Eisenproduktion verdoppelt. Weil ich glaube... Okay, da geht's jetzt schon mal los. Feindlicher Angriff! Schlag sie zurück! Wo ich eben noch gesagt habe... Schließ die Reihen! Die lassen mich in Ruhe. Das ist offensichtlich nicht Männer. Der Fall. Das Gebäude ist fertig. Sie sind überall! Was bereust du? So, ich könnte hier natürlich auch mal eine meiner Aura anmachen. Aura der Schwäche. Sicher ist sicher. So, das Gebäude ist fertig. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt zweimal eine Schweinezucht. Einmal hierhin. Fresh ans Werk. Und einmal dahin. So gut wie erledigt. Jo, alles klar. Das bisher läuft es noch. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Weil mit einer etwas größeren Armee können wir auch das Mondsilber dann da unten mal freikämpfen. Okay, dann rauf da. Schnell! Und dann könnte man auch dann halt Mondsilber generieren. So. Dann muss ich mal einen kleinen Schnitt machen, weil sich hier diese Scheiß, sorry, dass ich das mal nochmal direkt sage, diese Scheiß Adobe-Werbung-Dings da geöffnet hat als Fenster unten und ich kann es halt leider nicht wegklicken, ohne mal kurz rauszutappen. Deswegen musste ich hier mal einen kleinen Schnitt machen. Aber ich denke, das ist okay. So, genau, das waren die alle. Ich denke, ich kann jetzt schon mal, was haben wir denn hier? Wachmann, erstmal kümmern wir uns wieder hier drum. Vorsicht, Gegner! Halt, dass man die Aura immer wieder neu casten muss, ist ein bisschen nervig, aber gut. So, was haben wir denn? Nahkämpfer. Wachmann. Dann holen wir mal ein paar Wachmänner ran. Ja gut, die kommen jetzt natürlich alle. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Versucht's nur! Sie sind überall! Geht so in Gefahr! Vorsicht, Gegner! Zur Erinnerung, die Elfen haben ja im Endeffekt, also Elfen sag ich schon, die Zwerge haben ja im Endeffekt so eine Art Erfahrungslevel. Das heißt, je länger die kämpfen und die sterben dabei, kriegen die halt Erfahrung. Sofort. Und ja, ist die Frage, wie lange kann ich jetzt hier das Ganze
Okay, gut. Ich meine, wir können noch ein bisschen. Stufe 8. Das heißt, sind noch Stufe 8 Einheiten. Das heißt, ich kann. Genau, ich mache die mal voll hier. Und stelle hier dann einfach nur jetzt ein paar Milizen gleich hin. Für die kurze Abwesenheit, die ich jetzt gleich habe. Denn ich werde jetzt mal das Mondsilber freiräumen. Ja, die Zwerge haben auch keine Verteidigungseinheiten. Es gibt aber irgendwo, das ist mir in der Hauptkampagne leider zu spät eingefallen, die Möglichkeit. Ja, das können wir machen. Eine Einheit wurde aufgewertet. Und zwar die Möglichkeit, dass die Verteidiger, glaube ich, waren Erwünscht. es, ihre Äxte werfen. Schließt die Reihen. Was es dann quasi zu Fernkampfeinheiten macht. Schnell. So. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal unsere kleine Heldentruppe, die sich Und jetzt hierhin los. bewegt. Und ja, das ist halt die Frage. Machen wir das jetzt mal so, dass wir jetzt hier einfach mal ein paar Einheiten so hinsetzen als Defensive. Auch wenn natürlich das mit den Speeren dann ein bisschen doof ist. Gut, dann bereite ich mich mal vor hier. Vorwärts. Doch, da war ein Spawnpunkt tatsächlich. Die Linien müssen halten. Mehr davon, los! Versuch's nur. Das ist euer letzter Fehler. Feindlicher Angriff! Das bereust du. Die Ahnen rufen uns. Schließ die Reihen! Wow, kommt nur her! Wow, kommt nur her! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Lasst sie nur kommen! Sie sind überall! Das ist eine Falle! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Das ist euer letzter Fehler. Oh, fuck, ich hab kein Mana mehr gehabt. Okay. Mehr davon! Das Problem ist. Es ist nur noch meine Heldentruppe übrig. Schlagt sie zurück! Das bereust du! Die werden wir wahrscheinlich nicht down kriegen mehr. Also wir haben viel geschafft, aber leider nicht genügend. Ich habe jetzt auch gleich kein Mana mehr und Gizzo, unsere letzte. Wir werden angegriffen. Okay. Das soll das jetzt mir. zurückziehen. So, da kommt jetzt erst nochmal eine Geht Milice. los? Okay, Das den ist könnten wir euer noch kriegen. letzter Fehler. Jawohl, den haben wir noch gekriegt. Dann auf geht's, komm. Das ist eine Falle! Zur Ehre Aonirs! Das ist euer Gleich die letzter anderen nachholen. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Na komm. Die Linien müssen halten. Ich will jetzt nicht sterben. Dankeschön. Mal das noch einmal. Weil ich sollte da jetzt nicht irgendwie in der Nähe sein. Okay. Zu allem entschlossen. Zur Ehre, ah, kommt gleich der nächste. Ah, es ist nur ein Achter. Okay, gut. Lasst sie nur kommen. So, wie sieht's hier aus?
Da kümmert sich die Miliz drum, aber... Oder? Nee, das sind Arbeiter, verdammt. Geht es los? Das sind Arbeiter. Ja, es wird langsam ein bisschen hektischer hier. So, den Spawn vom kriegen wir aber. Und wenn wir den erstmal weg haben, dann können wir uns hier wieder drum kümmern. Spawnpunkt jetzt hier wegkommen. Mehr davon! Los! Ja. Die Linien müssen halten! Oh, kommt nur her! Vorsicht, Gegner! So, den Spawnpunkt haben wir weg. Erste Aufgabe ist erreicht. Das heißt, wir haben jetzt freien Zugang zu dem Mondsilber. Das ist allerdings auch nicht ganz so viel. Da müssen wir auch mal sehen, dass wir ein bisschen haushalten. Okay, so, ihr geht jetzt zu schon mal Diensten. Hier Verstand. Wieder hin. Nur zu. Ich setze auch den Spawnpunkt jetzt wieder hier hin. Die Rune befiehlt. Dann haben wir ja wieder eine kleine Armee. So, und wir... jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt... Oh, jetzt kommt die schon, Stufe 15. Das ist jetzt richtig kacke. Wo kommen die denn her? Habe ich jetzt eben nicht aufgepasst. Das ist euer letzter Fehler. Gut, Feuer hilft natürlich hier ein bisschen. Vorwärts. Da habe ich jetzt scheinbar aber nicht ein bisschen aufgepasst. Wenn da auch schon jetzt hier die kommen... So, aber jetzt schauen wir mal. Mondsilbermine, und da gab es ja nichts zum Veredeln, ne? Nee. Gut, das heißt, da müssen wir tatsächlich mal ein bisschen schauen. Dass wir mit dem Mondsilber jetzt nicht ganz so sehr rumasen. So, alle sind wieder am Start. Das heißt, alle können ihre Auren auch wieder. Und da müssten wir eigentlich mal ein bisschen auf Erkundung gehen. So, ein paar Arbeiter müssen wir trotzdem noch beschwören. Ja. Schlagt sie zurück! Versuch's nur! Das ist euer letzter Fehler. Haltet durch, Männer! Nein! Sofort! So. Und los! Sehr schön. So können wir das eine Weile aushalten. Ich weiß noch nicht wie lange, aber so, die Mondsilbermine ist fertig. Das heißt, jetzt brauche ich im Endeffekt noch die weiterführenden Gebäude, nämlich die Mondsilberhalle. Mittleres Haupthaus kann ich auch schon bauen. Nied half zur Ehre. Ja, auf jeden Fall läuft es jetzt auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz sicher besser als bei meinem ersten Besuch hier. Aber da bin ich ja auch ohne richtig zu gucken hier einfach reinmarschiert. Theoretisch könnten wir da den jetzt dann auch schon mal wegmachen. Aber ich würde, vielleicht war es die Mondsilberhalle, wo ich das Upgrade kaufen kann, weil ich würde ganz gerne Fernkämpfer hier hinstellen, also die mit Äxten werfen. Wie gesagt, Zwerge haben ja überwiegend nur Nahkämpfer. Bis auf diese eine Einheit, das habe ich halt in der Hauptkampagne relativ spät erst gecheckt. Ich glaube, dass es die Mondsilberhalle war. So, wir könnten auch den Titanen, den ersten Titanen hier beschwören, weil wir haben ja auch die große Haupthalle, die wir bauen können. Stein ist an sich auch noch genug da.
Und es gibt, soweit ich weiß, gibt es ja dann Priester. Das Gebäude ist fertig. Eine große Waffenkammer brauchen wir für die Verteidiger. So, aber und Sanktuarium. Weiß ich, können wir das schon bauen? Ein mittleres Haupthaus brauchen wir dafür. Okay, das können wir bauen. Das würde ich aber sagen, bauen wir hier unten hin. Schon so gut wie erledigt. Heiler sind nämlich nie verkehrt. Ja, aber das war's dann wieder für diese Episode. Wir haben uns jetzt ein bisschen hier, ja, festgebissen hier auf der Karte. Mal schauen, wie es weitergeht. Also, seid gespannt, wie es weitergeht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo oder beides. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Die mache ich nochmal schnell mit hier. Wir werden angegriffen. So, bis dahin, Tschüssikowski.